Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über eine interessante Geschichte reden, über eine Begegnung von einem Hauptmann mit Jesus. Das lesen wir im Evangelium Lukas. Aber da ist etwas ganz Besonderes. Dieser Hauptmann war kein Israelit, aber der hat wunderbaren Glauben gehabt. Und da sagt Jesus, solch einen Glauben wie bei dir habe ich bei keinem in Israel gesehen. Und das Interessante ist, dieser Mann hat für die Juden eine Synagoge gebaut. Und hier kommt er mit einer Bitte zu Jesu für seinen Knecht, den Knecht zu heilen, wie seinen Sohn. Also der Knecht war ihm so wertvoll. Und da sehen wir, das war wirklich ein wunderbarer Mensch. Und Jesus geht und er wird ihn heilen. Und da schickt der Hauptmann nochmal zu ihm Menschen und die sprechen zu ihm seine Worte. Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der der Obrigkeit untertan ist und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu ihnen, geh hin, so geht er. Und sag zu einem, komm her, dann kommt er. Und zu meinem Knecht sage ich, tue das, dann tut er das. Da aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und sagte, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Gell, wunderbar, wenn Jesus schon so etwas sagt, also wirklich Israel, der so viel erlebt hat mit Jesus und die haben nicht diesen Glauben mit diesem Mann. Aber was hier so besonders mir auch aufgefallen ist, der Mann war sehr demütig und er sagt, ich bin nicht würdig, dass ich zu dir komme und ich bitte sogar. Er sagt eigentlich, sagt ein Wort und dann wird das Kind, wird der Knecht auch gesund. Ich habe doch auch solche Knechte, ich sage, und die machen es. So kannst auch du, Jesus, du musst nicht gehen, du musst nicht laufen, du musst nicht diesen Weg machen. Also, ich bin nicht würdig es. So spricht er. Und diese Demut, diese ja, die er hat, die ist eine Voraussetzung, dass so auch ein Glaube danach kommt, weil irgendwie Demut und Glauben, sie gehen parallel. Ja, ganz interessant. Und Jesus, der schätzt es, er ist selber sehr demütig. Er sagt ja dem Volk, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, demütig in allem, wie Jesus schon in die Welt kam. Er kam ja in den Stall, wo er geboren ist. Er ist ja in eine Krippe, wo er gelegt, also wo die Tiere gegessen haben, gefressen haben, dorthin sie ihn hingelegt. Interessant, Jesus, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat und auf der Erde, er musste richtig arbeiten. Er musste also einen Beruf lernen. Er hat wirklich gearbeitet und auch gesagt, er hat sich erniedrigt, also wie es noch nicht ging, bis zum Tode und hat noch den schlimmsten Tod angenommen. Er konnte sich selber erniedrigen. Und das sieht er, wenn ein Mensch kommt zu ihm und er ist so demütig und dann durch so einen Glauben, dann tut er es sofort. Ja, der Knecht wurde dann gesund, auch wirklich durch ein Wort. Wunderbare Sachen. Ich weiß nicht, mir ist noch etwas aufgefallen, wie Jesus doch so demütig war. Sein erster Wunder in Kana, er hat ja aus Wasser Wein gemacht, auf der Hochzeit. Und es war sein erstes Wunder. Ich denke, das war gar nicht so im Plan, also sowas zu machen. Er hat ja andere Aufgaben, was er da zu tun hatte, also diesen Plan Gottes zu erfüllen. Aber die Mama kam zu ihm und die hat gesagt, ihm, ja, mach, schau mal, die haben jetzt wenig Wein hier. Und er sagt, ja, Frau, was soll ich mit dir tun? Was habe ich doch mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist doch nicht gekommen. Aber er macht das, was die Mama ihm gesagt hat. Und das war mir so wertvoll, wirklich demütig. In allem war Jesus so ein Beispiel. Und er schätzt es, wenn wir auch so zu ihm sind und auch in unserem Leben. Und das Zweite ist gewiss dieser Glaube. Schaut mal, welch ein starker Glaube. Und der Hauptmann hat es gehört von Jesus. Er heilt. Er hat es gehört, auch wie viele, viele Menschen in Israel. Und er kommt zu ihm mit dieser Bitte. Und er sagt, wenn du nur ein Wort sprichst, schaut mal, wie oft ist es in unserem Leben, wo wir auch so einen Glauben brauchen. Gestern waren bei uns Gäste und mir war es so wertvoll. Da war ein Paar, bei ihnen war mal ein großes Problem. Ihr Kind, ich glaube 2 Monate war es, es ist sehr krank geworden. Und ja, durch Meningitis. Und dann hat es ganz das Gehör verloren. Und sie wusste nicht, vielleicht auch noch mehr, was in ihm also nicht funktioniert hatte. Dann haben sie schnell auch die Brüder eingeladen. Ich kam dorthin, also 60 wahrscheinlich Kilometer gefahren. Noch ein Bruder kam, auch noch mehr. Und wir haben dann das Kind gesalbt, mit Öl gebetet und Gottes anvertraut.
Und gestern waren sie bei uns, der Junge ist da, er ist jetzt etwa 15 Jahre, ist gesund, ist wirklich alles bei ihm so weit in Ordnung. Ja, er hat ein Gerät dahinter dem Ohr, dass er noch hören gut kann, aber sonst ist er in allem wirklich aufgerichtet. Und ich denke, dieser Glaube, das ist von den Eltern, das ist so wichtig. Und jetzt erzählt sie auch, sie haben gehört, wie wir online sprechen, unsere Bibelstunden, unsere ja, Predigten am Sonntag. Und da haben die Kinder gesagt, können wir uns auch bekehren? Sie ist der Bruder, der ladet ein zur Bekehrung. Und dann sagt die Mama, ja, ihr könnt bekehren. Die haben sich bekehrt zu Hause online. Und ich habe mich so gefreut, dass er für richtige Kinder Gottes, die glauben an den Herrn, da ist es möglich, online auch schön, also es zuhören und sich auch bekehren oder sich bessern. Möge der Herr uns diesen Glauben geben und diese Demut. Gott segne euch. Amen. Thank you.